You can now build electric sawmills and electric lamps. Okay. Und was bringen die mir? Ich exite hier erstmal gerade und gehe mal wieder in die Wohlfarm. Das lief erstaunlich gut. Und wo mache ich das vor allem hier? Electric Lamp? Plus 10% Research Speed, wenn wir mindestens 100 Electricity haben, verbraucht aber 30 Electricity pro Sekunde. Wow. Also 10% Research Speed ist massiv. Ich brauche noch einen Generator auf jeden Fall. Also der Punkt ist, die Electric Lamps kannst du ja wirklich mehrfach bauen dann. So, die Electric Sawmill löst auf jeden Fall unser Holzproblem. Massivst. Da nehmen wir halt eine mit. Electric Drill sehe ich mich halt immer noch nicht. Und dann brauchen wir definitiv noch einen Generator. Wir könnten halt echt mehr Kennels gebrauchen. Okay, jetzt sind wir zumindest immerhin wieder bei knapp 92 Electricity pro Sekunde. Das ist doch mal was. So, Kennels hier oben. Boah, die sind aber auch schon teuer, ne? Die bringen vor allem echt nicht so viel Wasser. Naja. Also so schnell kriege ich da keinen nach. Irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich werde mit der ganzen Electricity-Mechanik noch nicht so wirklich warm, aber gucken wir mal. Kann ich inzwischen eigentlich noch ein Furnace bauen? Nee, ne? Bräuchten wir mehr Stone Capacity für, und zwar eine Menge. Also schon so 75.000 mehr. Das kriegen wir mit Warehouses so schnell nicht gebacken. Dafür bräuchten wir halt irgendwie 25 Warehouses oder so mehr. Ziemlich genau 25 Warehouses, ja. Das wird nicht so unbedingt passieren. Hier geht halt ein bisschen was auf jeden Fall, oder? Da können wir ein bisschen was machen, aber das bringt halt auch nicht so viel mehr Stone Capacity. Also schon ein bisschen mehr, aber nicht wahnsinnig viel mehr. Aber das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal mit. Zwei Stück wahrscheinlich sogar. Wenn für ein zweites das Max-Mana reicht? Nein, reicht es nicht. Bedauerlich. Da müsste bei Upgrades schon noch irgendwas kommen. Und da kommt aber nichts. Ist das Problem. Also das ist alles schon abgegradet. Vielleicht kommt da noch was nach. Weiß ich nicht. Wir könnten tatsächlich Hot Generation dann mitnehmen. Das würde vieles angenehmer machen. Also das halte ich jetzt durchaus für sinnvoll. Gerade wo wir jetzt auch irgendwie knapp 400 Holz pro Sekunde produzieren. Das geht schon klar. Dann brauchen wir jetzt halt nur noch knapp 9000 Monstium. Das wird dauern. Ja, vielleicht ist jetzt auch der Punkt gekommen, wo ich das... Achso, Moment, wir wollten... Ich wollte gerade sagen, ich wollte mal gucken, ob ich das hier erstmal wieder zumache und dann mit 8-fach Speed weitermache, aber wir wollten ins Abandoned Lab nochmal gucken. Ob wir da was reißen können.
Ich hab das falsche Set an. So. Okay. Du machst Schaden auf jeden Fall, aber nicht mehr dramatisch viel. Du hast dramatisch viele Hitpoints. Das ist halt uncool. Nicht das Gefühl, als sollten wir hier schon sein. Also so richtig gut läuft das nicht, wenn wir ehrlich sind. Die Sache ist, wir haben halt auch nicht so viel Mana-Regen, dass ich die ganzen Gift-Spells irgendwie permanent spammen kann. Wir uns zwischendurch halt schon auch noch heilen müssen. Haben wir jetzt einmal Pestilence damit drauf. Aber dann haben wir halt echt ein Mana-Problem. Und mit Wooden Hammer macht er halt mal eben über 100 Schaden, wenn er trifft. Also ich könnte jetzt natürlich auch easy eine Mana-Potion nehmen, aber die will ich gerade eigentlich nicht verschwenden. Aber es wäre vielleicht ganz gut. Machen wir mal. Wobei die jetzt auch nicht so viel bringt, ne? Also die Mana Potions bringen halt auch schon eher... Naja. Ich frage mich, wie unschön der Boss hier wird. Wahrscheinlich ziemlich. Ich meine, das habe ich bei dem Golem auch gedacht, aber der Punkt ist... Der Thunderous Tower lief halt grundlegend besser als das hier. Wie die Standardgegner schon so viele Hitpoints haben. Hm, weiß ich nicht, ich bin skeptisch. Wenigstens vergiftet und stunt hier nichts, das ist schon mal ganz angenehm. Es ist auch schon eher slow, ne? Also es funktioniert, aber es ist... Puh. Also wir haben jetzt gerade mal 6 von 10 Gegnern bleibt. Hm, okay, den Heal hätte ich mir total schenken können an der Stelle. Will ich so in den Bosskampf rein oder will ich nochmal Potions machen? Ich glaube, nochmal Potions schadet nichts, oder? Es geht ja auch relativ schnell dann. Sind ja nur, also wir müssen jetzt nicht groß Health- und Mana-Potions machen, sondern halt einfach nur die Dinger, die halt die 3-minütigen Buffs bringen. Die hätte ich, glaube ich, ganz gerne nochmal. Das wäre vermutlich nicht verkehrt. So, eine noch bis zum Boss-Unlock.
Und dann erstmal wieder raus hier. Okay, Inventory, Craft Items und dann ich dich ganz gerne und dich und dich und was hatten wir noch? Hatten wir nicht 4 Stück? Ah, das hatten wir noch, okay. So. Use Exploration Animal Chamber Fight Boss. Und dann gucken wir mal. Ich bin ja skeptisch. Holy shit, du machst zum Glück nicht wahnsinnig viel Schaden. Aber hast unfassbar viele Hitpoints. Da werden wir eher ein Problem haben, dass unsere Buffs auslaufen. Ja, wobei, nee, es geht schon. Mal gucken, können wir da nochmal... Ich weiß nicht, ob ich da nochmal Pestilence drauf craften, casten kann. Also zumindest müssen wir uns keine Sorge um Leben machen, solange er nicht irgendeine Special Attack auspackt. Können wir halt zwischendurch mal eine Potion nehmen und dann ist halt alles wieder hübsch. Okay, wir haben ihm fast 2/3 abgezogen. Jetzt sind es 2/3. Oh, okay, und zwischendurch macht er auch schon Schaden. Ist okay, soll er machen. Solange das nicht zu oft macht, ist alles gut. Ah, der Triple Bite ist das, oder? Nee, keine Ahnung. Muss noch irgendeine andere Attacke sein. Achso, okay. Den Heal hätten wir uns schenken können. Ah, Cone of Fire ist das. Okay. Aber wir haben ihn. Oh, es gibt eine neue Storyline. Okay. Deaths of the Lab. Lesen wir gleich mal weiter. Ich will da erstmal raus und definitiv wieder in die Wolf Farm. Der Raum mit dem Vieh drin ist weniger zerstört als der Rest. Okay, sieht ein bisschen so nach Alchemietischen und Reagenzgläsern und so aus. Und uns fällt auf, dass auf einem der Tische eine Schriftrolle liegt, auf der mehrere Kreaturen, mysteriöse Kreaturen abgebildet sind, die von einem Zauberer gefüttert werden und größer werden. Kriegen wir Minions? Wir geben das natürlich zu unserem Researcher. Die liest das durch. Sagt, Gott, ich kann gar nicht glauben, dass wir noch nicht selbst darauf gekommen sind. Wenn wir selber magische Kreaturen großziehen, werden wir sie nicht nur genauer studieren können. Sie können uns bestimmt auch irgendwie helfen. You have permanently unlocked the breeding school. Studying the breeding school will allow you to train creatures which you can send which you can then send out to gather materials from various dungeons. Das ist nicht das, was ich erwartet hätte, aber das ist, glaube ich, ganz nett. Okay. Ah, die Animal Chamber ist auch tatsächlich komplett, die hat keine weitere Stufe. Okay.
Ich nehme gerade mal die Wool Farm Expansion mit. Wie teuer ist die? Oh, okay, vielleicht nehme ich sie doch nicht mit. Vielleicht nehme ich sie einfach doch noch nicht mit. Vielleicht ist mir Hot Generation einfach lieber. Oder wichtiger, eher gesagt. Cosmic Explosion würde ich halt ganz gerne nochmal mitnehmen. Das hatten wir schon irgendwie mal, oder? Mit Schwäche? Oder haben wir das immer nur gelassen und... Warte, das können wir ja nachvollziehen. In den Stats. Nee, Cosmic Explosion hatten wir tatsächlich noch nicht. Oder ich habe es gerade überlesen. Evocation 25 ist halt machbar. Also es wird dauern. Also das Problem wird eher sein 10.000 Mana, ne? Ja, wobei, wir können theoretisch... Gib mir mal das Set... Müssen wir hier ein bisschen. Also wir konnten ja theoretisch nee, hier war es nicht mit bei, den hatten wir schon. Ja, dafür müssten wir halt Magic Cloth kriegen und ich sehe halt nicht, dass wir die zweite Stufe der Schaffarm schaffen im Moment. Also zumindest nicht, dass wir sie entspannt farmen können, sagen wir es so. Okay, das heißt, wir müssten 1500 Max Mana hier rüber kriegen. Ich wage das sehr zu bezweifeln. Weil wir hier bald bei Stone an die Capacity gehen. Und hier oben beim Geld. Wir können natürlich... Ah, die Vaults sind auch schon abgegradet, ne? Okay. Dann brauchen wir einfach mehr Vaults, I guess. Also das bringt dann zumindest ein bisschen was. Ja, weiß ich halt nicht. Ja, und jetzt ist halt wieder dieser unfassbare Slowpart da, den ich gerne einfach mit 8-fach Speed machen würde. Das wäre halt so viel angenehmer. Trotz 405 Mana pro Sekunde. Wir kommen zumindest halbwegs problemlos auf 9000 Mana pro Sekunde. Danach müssen wir mal gucken. Wir können auf jeden Fall noch einen Mana Shard und einen Mana Crystal mitnehmen. Das geht definitiv. Ja, okay, dann ist bei Mana Shards nämlich erstmal Schluss. Da brauchen wir dann deutlich mehr Vaults für. Alles unfassbar slow, ne? Ich kann bei den Apprentices gerade mal wieder einen auf Levitation setzen. Das ist beim Coral Farm schon sinnvoller. Na, also wir könnten theoretisch noch mehr Mana Spouts mitnehmen, aber die bringen jetzt, glaube ich, gerade auch nicht mehr. Also, ja, könnte man machen. Aber ich brauche die Steine gerade woanders. Sind die Minen? Nee. So,
So, dann haben wir zumindest schon mal genug Münzen dafür. Dann brauchen wir nur noch Steine ohne Ende. Ich hätte nur noch 120.000. Das ist so mit 3 Casts erledigt. Also mit 3 weiteren. Vielleicht sogar mit 2, wenn wir Glück haben. Naja, mit 3. Das sind so 30.000 pro Cast. Und so viel sammeln wir nebenher nicht. Also wir sammeln schon über 600 pro Sekunde. Aber... Ja, und dann sind wir da auch an der Grenze, aber zumindest 9000 Mana haben wir. It is something. Also für Cosmic Explosion. Das Ding würde halt nochmal 800 Max Mana mehr bringen, dann wären wir schon auf 9800 und den Rest würden wir schon irgendwie hingewuppt kriegen. Bräuchten wir aber Magic Cloth für. Wool Farm Expansion it is. Dann auf das Set rüber. Exit. Und wir gucken einfach mal, wie das da jetzt läuft. Wahrscheinlich nicht gut. Nope. Überhaupt nicht gut. Also kann ich theoretisch aktiv machen, aber... sehe ich halt überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Also vor allem bräuchten wir dafür halt... Sekunde. 12 Cloth. Das heißt, das wird vermutlich auch 4 brauchen jeweils. Ja. Das heißt, wir bräuchten einfach 48 Magic Wool. Ich weiß nicht, ob die Schafe halt immer eins fallen lassen. Aber 48 Schafe da platt machen, ist halt auch schon eine Herausforderung. Also im Worst Case machbar, aber Spaß wird es nicht machen. Weiß ich halt nicht. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich noch eine Electric Sawmill haben? Nee, eigentlich gerade nicht. Eigentlich will ich, wenn, wirklich Hot Generation haben, aber das wird jetzt dauern, nachdem wir gerade das Upgrade geholt haben. Platinum Currency Storage können wir in Wirklichkeit nochmal total mitnehmen. Das verbessert ja die Vaults total. Ich habe die ganze Zeit nach dem falschen Upgrade geguckt. Es gibt auch irgendeins, was mit Vault heißt, aber das ist die Stufe davor. Das heißt, das können wir sogar mitnehmen. Ja, ich glaube, der Punkt wird sein, ich mache jetzt das Spiel nochmal zu. Grinde dann irgendwann mit 8-fach Speed hier irgendwie die Platinum Currency Storage. Heute Abend oder so und dann gucken wir mal weiter, I guess. Und dann habe ich nämlich ab morgen auch schon wieder irgendwie 5 Tage keine Zeit zum Spielen, von daher mal gucken. Also im Zweifelsfall, wir haben ja zum Glück ganz gut Vorlauf, was das hier angeht auf YouTube. Also so 5 Tage nicht aufnehmen können, ist dann nicht das Drama. Also es wird schon morgen eine Folge kommen. Und dann habe ich auch auf jeden Fall die 100.000 Timepieces. Und dann können wir halt... Aber ich würde es schon ganz gerne heute irgendwie noch machen. Heute schon ganz gerne noch die Cosmic Explosion mitnehmen. Gucken wir mal. Evocation steigt tatsächlich noch in einem ganz akzeptablen Maße. Da können wir im Zweifelsfall auch noch mehr reinpumpen. Aber 10 ist, glaube ich, erstmal okay. Reading wird dann spannend auf jeden Fall. Vor allem, wenn wir
dann vermutlich die ganzen Gift-Spells nicht mehr haben. Wir können ja die Breeding School und trotzdem Poison-Element nehmen. Beziehungsweise, nee, was haben wir gerade als Element? Nature? Sehe ich das irgendwo? Also der Farbe nach müsste es halt, glaube ich, Nature sein. Ich glaube, Nature ist es. Ich das hier nicht in den Stats? Ah ja, hier sehe ich es. Illusion Nature. Krass, und in dem Run war ich halt wirklich auch schon jetzt über 16 Stunden in-game. Ah ne, Moment, das ist... Ne, wollte gerade sagen, das ist total. In dem Run war ich 5,5 Stunden in-game. Aber halt fast 2 Tage... halt RL, seit der Run gestartet ist. Was würde ein Retiren jetzt im Moment bringen? Noch nicht so viel, ne? Nicht so richtig. Müssen wir Research halt höher bringen. Aber wir würden auf jeden Fall, weil wir irgendwie jetzt Advanced Building Stasis noch mit dazu haben, können wir jetzt konnten wir zwei Gebäude auswählen. Das heißt, wir starten mit Mana Shards und Mana Geysieren nächsten Run noch. Das sollte den Start hoffentlich ein bisschen schneller machen. Und der Time Dilation Spell kostet dann 0 Mana. Was mir relativ egal ist, weil den habe ich bislang sowieso nicht eingesetzt. Muss ja mal gucken, wo ist denn der überhaupt? Time Contact, hier. Ja, verlangsamt die Zeit auf, also die Ingame-Zeit oder den Ingame-Speed auf die Hälfte für 30 Sekunden. Ich sehe halt nicht, wozu das nützlich ist, aber okay. Meinetwegen. Wir können mal gucken, ob wir genug Mana haben, um die Apprentices Time Contraction casten zu lassen. Sollten wir eigentlich, wenn ich das überhaupt kann, das ist unter Illusion, ne? Time Contraction. Na, easy. Das heißt, vielleicht lasse ich das Spiel auch offen, weil dann haben wir permanent doppelten Speed. Wenn die erstmal anfangen zu casten. Hättet ihr die Güte, danke. Anytime soon? There we go. Okay. Okay, mana-mäßig kommen wir da halt easy hin. Das geht. Wir müssten das eigentlich permanent casten. Ja. Okay, das läuft. Also das können wir permanent aufrechterhalten. Dann lasse ich das Spiel vielleicht doch einfach offen. Und wir gucken irgendwie zum Ende des Streams, den ich wahrscheinlich gleich anschmeiße. Oh Gott, jetzt ist 9:20 Uhr. Holy shit. Ich wollte noch so viel machen, bevor ich anfange zu streamen. Ja, shit. Und ich wollte längst streamen. Verdammt. However, erstmal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.